Hier ist Arnold. Lolita 97 hat ihn verbannt, nachdem er sich Hals über Kopf in sie verliebt hatte und ihre Seite mit Liebeskommentaren füllte. Und du hast dich ja gut erholt und deinen Kummer mit Eis besiegt. Das ist doch ein ausgezeichnetes Thema für diese Folge. Mal sehen, wie viele Kilos du zulegen kannst. Kurz und knapp. Um zuzunehmen, musst du mehr und mehr Kalorien zu dir nehmen. Aufgrund deines Gewichts und faulen Lebensstils reicht es aus, 6 Snickerriegel pro Tag zu sich zu nehmen, um an Gewicht zuzunehmen. Wenn du 300 Kilogramm erreichst, solltest du bis zu 14 Riegel pro Tag mampfen. Und wenn du 2000 Kilogramm erreichen willst, musst du essen, essen, essen. Bis zu 17.000 Kalorien pro Tag. Niemand hat jemals eine solche Masse erreicht. 2000 Kilogramm würden einfach deinen Körper zerstören. Fett wird deine Organe und Venen komprimieren und du erstickst. Deine stärksten Knochen, die 4-mal stärker sind als Beton, brechen, wenn du versuchen würdest zu stehen. Mit diesem Gewicht kannst du nur ein paar Sekunden überleben, bis dich das Fett vollständig zerdrückt. Also lasst uns ein bisschen absaugen. Du kannst dir von deiner Mutter einen BH leihen. Je fettreicher der Körper ist, desto intensiver werden weibliche Hormone gebildet. Die Brust wird vergrößert, die Stimme wird höher und dein Freund da unten, der wird am Morgen nicht mehr mit der Sonne hochgehen. Was passiert denn da? Lolita 97 scheint einen sehr eifersüchtigen Ehemann zu haben. Keine Panik, dein Körper hat genug Fett, um 3 Jahre lang ohne Essen auszukommen. Du musst nur Vitamine einnehmen und Wasser trinken. Ja, oder auch nicht. Und tschüss!